Die zweite Lesung ist aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Kolosse. Schwestern und Brüder, bekleidet euch als Erwählte Gottes, Heilige und Geliebte, mit innigem Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Geduld. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Vor allem bekleidet euch mit der Liebe, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Christi triumphiere in euren Herzen. Dazu seid ihr berufen als Glieder des einen Leibes. Seid dankbar. Das Wort Christi wohne mit seinem ganzen Reichtum bei euch. In aller Weisheit belehrt und ermahnt einander. Singt Gott Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder in Dankbarkeit in euren Herzen. Alles, was ihr in Wort oder Werk tut, geschehe im Namen Jesu, des Herrn. Dankt Gott dem Vater durch ihn. Ihr Frauen, ordnet euch den Männern unter, wie es sich im Herrn geziemt. Ihr Männer, liebt die Frauen und seid nicht erbittert gegen sie. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem. Das ist dem Herrn wohlgefällig. Ihr Väter, schüchtert eure Kinder nicht ein, damit sie nicht mutlos werden